Herzlich willkommen hier auf dem Channel Flo, der YouTuber. Heute geht es tatsächlich um die neuen Rossmann Babydüren Größe 7 Pants ab 17 Kilo in einer 16 Stück Packung. Was kann man dazu sagen? Ja, Rossmann hat ja schon eine Zeit lang die normalen Windeln in Größe 7. Mittlerweile haben sie ja die Pants dann auch jetzt in Größe 7. Es ist eine 16 Stück Packung. Der Preis liegt bei 4,69 Euro. Also für 16 Stück an Pants in der Größe 7 deutlich günstig. Ja, ich würde sagen, wir kommen erstmal zu den Motiven. Von den Motiven her haben wir tatsächlich zwei Stück an der Zahl. Wir haben einmal was mit Bärentatzen und einem großen Bär, der auch auf der Rückseite genauso ausschaut. Und wir haben natürlich ein Motiv noch, wo viele andere Tiere noch mit drauf sind, wo auch dann die Hinterseite natürlich der Klebestreifen ist und hinten dran steht. Ja, was mir ein bisschen aufgefallen ist, ist die Größe auf den Windeln ist ein bisschen unterschiedlich platziert. Wir haben einmal hier unten die Größe 7 angezeigt und Baby Dream. Und bei dem anderen Motiv ist es ein bisschen anders. Da ist die Größe hier und hier Baby Dream. Ist so ein bisschen, ich habe auch erstmal gucken müssen, warum steht es da die Größe da nicht. Aber wie gesagt, Größe 7 ist schon mal echt eine Hausnummer heutzutage. Damals gab es natürlich maximal Größe 6 und jetzt gibt es halt mittlerweile Größe 7 Pants. Naja, was lässt sich zu der Pants noch so sagen? Also wir haben tatsächlich auch wieder den, von der Art her den gleichen Stretch-Geschichte wie bei den Pampers. Also man kann da nicht viel überdehnen oder so. Deswegen liegen wir hier auch maximal bei 70 cm und das, was ich empfehlen kann, sind 64 cm. Also ihr seht, da ist nicht viel Spielraum. Aber ich muss tatsächlich sagen, vom Gefühl her, wie sie sich anfühlt, fühlt sie sich genauso weich an, wie man es halt von Baby Dream, von den normalen Windeln oder auch von den jetzigen Pants gewohnt ist. Ja, saugleistungstechnisch hat sie mich tatsächlich so ein bisschen überrascht, denn wir liegen hier bei 400 bis 450 Milliliter. Naja, wie viel man davon tatsächlich am Tag braucht, dann ist natürlich die Frage, weil die Saugleistung ist jetzt nicht wirklich so schön, aber ich musste tatsächlich auch im Saugtest feststellen, typisch Pants, die werden echt verdammt dick. Ob das vielleicht eine Alternative ist zu anderen Sachen wie die Dry Nights in den kleinsten Größen und so weiter, das könnt ihr euch ja selber mal überlegen. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ich, wie gesagt, finde es schön, dass man mittlerweile auch Pants in den Größen 7 auch von anderen Herstellern bekommt, nicht nur in dem Fall von Pampers, sondern natürlich auch von dem Billigmarkt. Müller hat es ja auch schon. Thema Müller ist ein gutes Stichwort. Ich verlinke euch hier drüben mal das Pampers Größe 8 Video. Hier die Müller Pants Größe 7. Hier mein Stoffwindeln-Lolo-Kanal, den Biber- und Papa-Kanal. Damit bin ich raus. Ciao, bis die Tage.